Ja, herzlich willkommen zu unserem Webinar über die Rauhnächte. Herzlich willkommen, Joyce, meine liebe Kollegin. Wir machen schon seit über 5 Jahren zusammen Rauhnächte-Begleitung mit Frauen. Mein Name ist Sigrid Limberg-Strohmeier und wir freuen uns, dass ihr hier seid. Ja. Ich bin Joyce Witt und wie The Secret sagt, wir arbeiten schon seit 5 Jahren zusammen an die Rauhnächte mit sehr großer Freude und Begeisterung für diese Rauhnächte. Und natürlich, The Secret und ich kennen uns länger und wir arbeiten viel länger zusammen. Und sind ein sehr gutes Team und haben uns total gefreut, als wir angefangen auf diesen neuen Abenteuer der Rauhnächte, als wir da losgelaufen sind. Und wir hoffen, ihr habt auch mit uns dabei auch Freude. Es geht bei den Rauhnächten, so wie wir mit den Rauhnächten arbeiten, um archetypische Kräfte. Und ihr fragt euch vielleicht, warum nutzen wir die Arbeit mit Archetypinnen genau in dieser Zeit? Die Archetypen sind Kräfte, die ja beschrieben sind bei Gustav Jung aus dem kollektiven Unbewussten, das heißt Kräfte, die tief als Muster in unserer Seele wirken. Und diese Kräfte können uns sehr im Inneren antreiben, beflügeln, sehr viel freisetzen, aber auch genau das Gegenteil, wenn sie durch unsere Erziehung, durch die Art, wie wir aufgewachsen sind, wenn sie nicht aktiviert sind. Der Gustav Jung hat mal so das Bild einer Mutterlauge aus der Chemie genommen, um so zu verstehen, wie archetypische Kräfte überhaupt aktiv werden. Also ihr könnt euch das so vorstellen, eine Lauge, in dieser Lauge ist etwas, ein Kristall enthalten, ein Kristallsalz. Und das bildet sich aber erst, wenn ich in dieser Lauge einen Prozess in Gang bringe mit der Anode und der Kathode, also mit einem positiven und negativen Pol, das heißt, dass Energie fließt. Dann kann sich dieses Kristallsalz bilden und im übertragenen Sinne für uns diese Kraft der Archetypin entfalten. Und genau aus dem Grund nutzen wir die 12 Archetypinnen jeden Tag der Rauhnächte eine andere, um diese inneren Zustände zu aktivieren, diese inneren Kraftpotenziale zu aktivieren, die wir ja gerade im Moment sehr gut brauchen können. Und interessant ist auch, dass diese archetypische Struktur oder diese Wesensmuster, kann man sagen, dass die im Zwischenhirn wirksam sind und von daher sehr stark unsere inneren Zustände und Befindlichkeiten bestimmen. Gut, diese archetypische Arbeit ist schon sehr alt und schon seit den Griechen eigentlich bekannt und vielfach erforscht worden. Und es sind Muster und Kräfte, die schon unsere Ahnen hatten und mit denen schon unsere Ahnen umgegangen sind. Sie sind sozusagen in unserer DNA gespeichert. Und es ist eine sehr belebende und beglückende Arbeit, diese Kräfte zu aktivieren. Und die Zeit der Rauhnächte eignet sich besonders dafür. Joyce, da wolltest du was dazu sagen. Rauhnächte ist eigentlich eine ganz alte Bezeichnung und es kommt von dem Wort rau im Sinne von wild und pelzig. Und damit früher haben die Menschen die bösen Geister
gemeint. Dieser Name Rauhnächte hieß früher Rauchnächte, aus gutem Grund, weil in dieser Zeit hat man die Höfe und die Räume, in denen die Menschen gewohnt haben, gründlich ausgeräuchert, um, wie sie dachten, die bösen Geister fernzuhalten, die in dieser Zeit sehr, sehr aktiv unterwegs waren. Die 12 Rauhnächte, also das ist vom 25. Dezember bis zum 6. Januar, die symbolisieren die 12 Monate im kommenden neuen Jahr und auch die 12 archetypischen Qualitäten. Und diese Zeit wurde auch als eine Zwischenzeit, eine Zeit zwischen die Zeiten. Die haben es betrachtet als in dieser Zeit, dass die Grenzen zwischen dieser Welt und der anderen Welt aufgelöst war. Und ursprünglich soll es natürlich, inwieweit das zu 100% stimmt, kann ich auch nicht dafür garantieren, aber man liest es so, dass ursprünglich die Kelten haben diese Schalttage zu den Kalender hinzugefügt, um eine Diskrepanz zwischen die 12 Monate in den Mondphasen, was nur 354 sind, und dem Sonnenjahr, was 365 sind. Und die wollten diese Diskrepanz ausgleichen, und angeblich sind diese 12 Schalttage so entstanden. Also wie ich es gesagt habe, die haben es so eine Art Zwischenzeit genannt, wo eben die Grenzen zwischen Tag und Nacht und die Welten aufgelöst waren. Und es galt auch, wie schon erwähnt, in dieser Zeit wirklich gründlich zu räuchern, aber auch um, dass die alten Dinge hinter sich lassen könnten. Dinge, die denen nicht mehr diente. Und das war auch diese Idee hinter dem Räuchern. Und daraufhin ist eine Zeit der Ruhe und der Stille entstanden, als eine Art Vorbereitung auf das Zeit, wo das Licht wiederkommt und das Neue beginnen kann. Also so standen auch die Menschen dazu früher, und so haben sie das auch für sich auch so verstanden. Und wir nutzen diese sogenannte Zwischenzeit oder Schwellenzeit, also die Energie dieser Zeit, für unsere Rauhnächte-Workshop, auch um Dinge loszulassen, um Raum, das Neues entstehen kann, um natürlich auch diese Energie zu nutzen in Kontakt mit die Kräfte und der Qualität der Archetypen zu kommen. Diese Zeit in diese 12 Tage hat eine besondere energetische Qualität. Es ist eine Zeit, wo das Alte nicht mehr ist und das Neue noch nicht entstanden ist. Also da geht so eine Art energetischen Raum auf, in dem wir viel leichter in Kontakt mit Sachen wie Intuition, neue Impulse und auch eine Wahrnehmung für den richtigen Zeitpunkt. Der richtige Augenblick. Ich glaube, wir kennen das alle. Wir haben irgendwas vor und unser Verstand hat es geplant und dann unsere Intuition übernimmt und wir machen spontan was und hinterher sagen wir, das war genau richtig. Also uns ist es wichtig, diese Zeit auch für die Weiblichkeit, unsere weiblichen Qualitäten, die ja vielfach auch verschüttet worden sind oder nicht mehr so viel Raum bekommen haben in unserem Leben, wie zum Beispiel die Intuition. Also ich kann kognitiv, ich kann über das Denken an Themen rangehen und das ist auch nicht schlecht, aber wenn ich meiner Intuition folge, dann kommen da
Ja, da bin ich von einer ganz anderen Lebendigkeit, da bin ich auch von einer inneren Kraft geleitet. Und deswegen befassen wir uns zum Beispiel mit der Intuitiven oder mit der Handlerin. Für uns Frauen ist es wichtig, auch im richtigen Moment zu handeln und nicht in so einen Aktionismus zu gehen, sondern auch mit Leichtigkeit, wenn wir diese inneren archetypischen Kräfte in uns aktivieren, bekommen unsere Handlungen eine andere Qualität. Sie kommen mehr aus dem Bauch, aus dem Inneren, aus dem Lebendigen heraus. Oder wenn wir zum Beispiel die Archetypin der Weisheit sehen, dann wird unser Handeln vielleicht auch mehr geprägt sein von einer Herzweisheit. Und genau um diese Themen geht es uns bei den 12 Rauhnächten, uns mit diesen verschiedenen Qualitäten der Weiblichkeit wieder zu verbinden und denen auch wieder so eine Anschubmotivation zu geben und sie in unserem Leben wieder tragfähig zu machen. Und damit diese Kräfte Raum bekommen in uns, da geht es natürlich auch darum, Altes loszulassen, vielleicht auch bestimmte Vorstellungen, wie Frauen zu sein haben, wie ich als Frau zu sein habe. Und vielleicht schlummert auch noch vieles in mir, das ich bisher noch gar nicht so wahrgenommen habe, dass ich vielleicht noch gar nicht ausgedrückt habe in meinem Leben. Und die archetypischen Kräfte, die Archetypinnen können uns motivieren. Wie jetzt zum Beispiel die Erneuerin, die vielleicht ein ganz neues Potenzial in mir hochbringt. Oder die Kreative, die mich anregt, etwas Neues zu kreieren in meinem Leben. Und dazu braucht es Raum, wie Joyce schon gesagt hat. Und zwar einen Raum, in dem es auch mal still ist. Im Moment ist ja außen so viel in Bewegung. Da können wir wenig wahrnehmen, was in uns geschieht. Und deswegen ist uns diese Zeit der Rauhnächte so kostbar. Weil das ist eine Zeit, wo auch in der Natur alles so ein wenig zur Ruhe kommt, stiller wird. Und wo Raum entsteht für eine innere Berührung, für eine innere Verbundenheit und vielleicht auch ein Herantasten Stück für Stück an mein eigentliches Selbst oder das, was es da noch zu entdecken gibt. Und wir bieten euch auch ein Rauhnächte-Tagebuch an, weil in dieser Zeit träumt man auch besonders intensiv. Das heißt, die archetypischen Kräfte kommunizieren auch über Träume, über Symbole und über Eingebungen im Traum. Und das kann man auch in einem Tagebuch mit festhalten. Eine andere Möglichkeit wäre, in dem Tagebuch zum Beispiel mit Speedwriting zu arbeiten, wo man ganz schnell einfach alles aufschreibt, eine Minute lang oder zwei Minuten lang, was einem durch den Kopf geht. Und dann irgendwann ist das Unbewusste etwas, was sich dann zu Wort meldet, also was so über das Alltagsbewusstsein hinausgeht. Und dann öffnen sich Türen. Und natürlich haben wir uns auch Rituale ausgedacht. Die Rituale sind so gedacht, dass es einfach eine Unterstützung ist zum Loslassen oder zum Empfangen für das Neue. Und wie sagte, diese Rituale, die sind sehr kurz. Jeder kann natürlich es für sich ausdehnen, so lang machen, wie man es möchte, aber die sind auch kleine, kurze Prozesse gedacht.
Und wie sagte auch als Vorschläge, jeder kann natürlich auch seine eigenes noch irgendwas dazu tun. Aber es soll einfach der ganze Prozess etwas unterstützen, dass man dann mit diesen Themen, die man vielleicht in der Tagebuch oder in der Meditation verarbeitet hat, einfach noch symbolisch nochmal auf den Altar auch bringt. Ja. Gut, und jetzt möchten wir euch eine kleine praktische Kostprobe geben, weil reden kann man immer viel. Uns war und ist es immer wichtig, auch eine ganz praktische Erfahrung zu machen. Und da habe ich euch eine Geschichte mitgebracht von der Clarissa Pinkola Este aus dem Buch Die Wolfsfrau. Und ich bitte euch jetzt, euch einfach mal es gemütlich zu machen, euch so einzustimmen. Und ich werde die Geschichte jetzt lesen und lasst sie mal auf euch wirken. Es gibt eine alte Frau, die an einem verborgenen Ort lebt, den alle kennen, der aber nur wenigen Menschen zugänglich ist. Die Alte hat viele Namen. La Huesera, die Knochenfrau. La Trapera, die Fängerin. Aber vor allem wird sie La Loba genannt, die Wolfsfrau. Sie kriecht tief gebückt durch die Arrojos, die ausgetrockneten Flussbetten, und klettert über die Bergkämme. Dabei sucht sie unter jedem Strauch und Stein nach Bärenknochen, Krähenleichen, Schlangenhäuten, aber speziell sucht sie nach den Gebeinen toter Wölfe. Denn den Wölfen gilt ihre tiefste Liebe. Und wenn sie ein vollständiges Skelett zusammengetragen hat, wenn auch der letzte Rückenwirbel sich am rechten Platz befindet und das Wolfsgerippe schön säuberlich geordnet vor ihr im harten Wüstensand liegt, dann lässt sie ihre faltigen Hände darüber schweben und singt. Mit erhobenen Armen steht sie über dem Wolfsgebein und lässt den Gesang ertönen, der ihr für diese Kreatur ganz allein, für diese eine eingegeben wird. Und dann dauert es nicht mehr lange, bis eine Spur von Fleisch über den Knochen sichtbar wird, bis eine Spur von Haut und Fell das Fleisch überzieht. La Loba singt und die Kreatur unter ihr nimmt zusehends Gestalt an. Jetzt beginnt der Schwanz zu zucken. Und nun wird er buschig und peitscht den Sand, schon vor Ungeduld. La Loba singt weiter, inbrünstig weiter, bis der Wolf zu atmen beginnt. Lauter und tiefer wird ihr Gesang, so tief, dass die Bergwände zittern. Und während sie noch so herrlich singt, öffnet der Wolf seine gelben Augen, springt auf und rast durch den Canyon davon. Auf und davon. Nur wer Augen hat, die das Geschöpf bis zum fernen Horizont verfolgen können, sieht, dass er sich von einem Moment zum anderen wieder verwandelt und die Gestalt einer Frau annimmt. Einer Frau,
sie sich laut auflachend schüttelt und hinter dem Horizont verschwindet. Deshalb sagt man, dass du Glück haben kannst, wenn du allein in der Wüste herumläufst und dir ein wenig verloren vorkommst und womöglich schon todmüde bist. Denn wer weiß, vielleicht findet die alte Luba-Frau Gefallen an dir und zeigt dir etwas vom Leben der Seele. So, jetzt, dass ihr die Geschichte gehört habt, nehmt euch jetzt einen kleinen Augenblick Zeit, spür in euch hinein. Vielleicht taugt, nachdem ihr diese Geschichte gehört habt, ein Wort, ein Symbol oder ein Satz, eine Emotion. Gucke mal, was auftaucht. Vielleicht hat irgendwas dich oder dein Herz bewegt. Nichts zwingen, lass es einfach nur kommen und spür hinein. Und wenn ihr was entdeckt oder hört oder wahrnimmt, schreib es auf. So, habt ihr alle jetzt was? Ja? Gut, Sigrid. Dann. Ich habe das Gegenteil nicht gehört. Ich denke, du kannst weitergehen. Okay. Dann mach dich bereit für eine innere Erfahrung. Vielleicht magst du die Augen schließen. Den Stuhl, die Couch unter dir spüren. In deinem Inneren entsteht ein Bild, eine Treppe. Du gehst die Treppe hinunter, Schritt für Schritt, Ausatmen für Ausatmen. Und so gelangst du tiefer und tiefer in deinen Innenraum. Du tauchst tief in deinen Körper ein. Du hörst dein Herz pulsieren. Atmest es ganz sanft ein und aus. Und sendest ein Lächeln in dein Herz. Dein Herzraum wird warm und immer präsenter.
Ganz leise öffnet sich die Tür zu deinem Herzen. Und du weißt, hier kannst du loslassen, was du gehen lassen möchtest. Schau dich jetzt in deinem Herzraum um. Hier findest du, was du loslassen möchtest. Hier findest du alte Muster, Schmerzen, Ängste. Alles Mögliche, das du nicht mehr brauchst. Lass dir gerade einen Moment Zeit, um nachzuspüren. Und wenn du gefunden hast, was du loslassen möchtest, dann spüre erst einmal den Boden wieder unter deinen Füßen. Und deine Aufmerksamkeit ist jetzt dann auf die Atmung gerichtet. Noch drei Atemzüge. Denk jetzt an das, was du loslassen möchtest. Und mit der nächsten Ausatmung lass es los. Atme es einfach aus. Und mach das jetzt bewusst noch dreimal. Auf was willst du dich einlassen? Atme wieder sanft in dein Herz ein und aus. Spüre die Wärme. Und ein Lächeln im Herzen. Erinnere dich an das Wort, das Symbol oder das Bild, das Laloba in dir entstehen ließ. Die Geschichte von der Wolfsfrau.
Gib diesem in deinem Herzen Raum. Gib ihm einen Platz, auch wenn du vielleicht noch nicht genau weißt, was es für dich bedeutet. Überlasse es sozusagen der Weisheit deines Herzens. Spüre, wie es dein Herz bewegt und inspiriert. Und genieße das noch ein wenig. Jetzt mache dich innerlich für den Rückweg bereit. Einatmen für Einatmen steigst du beschwingt die Treppe wieder nach oben. Stufe für Stufe. Und jetzt, wenn du oben angekommen bist, nimm dir noch einen Moment Zeit, in dich hinein zu spüren und wahrzunehmen, wie es dir geht. Nimm wahr, was in dir jetzt aufgetaucht ist, vielleicht an Eindrücke, Impulse, Erkenntnisse, vielleicht ist eine Emotion aufgetaucht. Einfach wahrnehmen, was da ist und dann aufschreiben. So, vielleicht möchte der eine oder andere von euch, der noch nicht dabei war, wissen, was letztendlich enthalten ist in diesem Tagesprogramm. Sigrid schickt euch täglich, anfangen mit dem 25. Dezember, eine Mail. Und das Thema wird in der Mail auch gesprochen und einfach Impulse wird gegeben, also praktische Umsetzung. Und in diesem Mail ist auch ein Link auch, genau, zu dem Video. Aber vielleicht, Sigrid, möchtest du vielleicht über das Video was sagen? Kann ich vielleicht gerade noch was sagen? Das heißt, ihr habt neben dem Tagebuch zu dem jeweiligen Tag, weil in den rauen Nächten träumt man ja vielleicht auch irgendetwas, habt ihr in der Mail ein Ritual, eine Achtsamkeitsübung, eine Frage, die euch der Archetypin näher bringt, und vor allen Dingen bekommt ihr ein Video, Zugang zu einem Video, da könnt ihr 48 Stunden drauf zugreifen, zu der jeweiligen Archetypin der Rauhnacht. In dem Fall ist es zum Beispiel, beginnen wir mit der Intuitiven und wir erklären euch etwas in diesem Video über die Qualität der Intuitiven und dann aktivieren wir
in einer geführten Meditation die Kraft der Intuitiven. So bekommt ihr für jede der 12 Rauhnächte die Impulse, diese verschiedenen Kräfte der Archetypinnen bei euch selber ganz praktisch für euch zu aktivieren. Und gleichzeitig entsteht gemeinsam mit den Frauen ein sehr schönes Feld. Außerdem ist es praktisch. Gell, Joyce? Ja, sehr praktisch. Man kann es sich selber einteilen, wann man sich das anschaut und wann man die Übungen machen. Das hat man auch diesen Zeitrahmen, das zu tun. Ja. Genau, wenn man die Familie an den Feiertagen, ne, bei sich hat und so weiter. Und dann ist es vielleicht für jede Frau eine andere Zeit, richtig, ja, um sich das anzuschauen. Ja, dieses Programm, falls begleitet euch jeden Tag durch die 12 Rauhnächte. Und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns natürlich gerne eine Mail schreiben. Die setzen wir dann unter das Video und da könnt ihr euch dann auch anmelden. Wir freuen uns auf das gemeinsame Abenteuer mit euch.